Einen wunderschönen guten Morgen. Die kleine Strahlemaus strahlt, die hat einen Grund zu strahlen. Wir machen nämlich heute einen kleinen Ausflug. Es ist Dienstag und ich laufe gerade auf einen LKW zu, der wahrscheinlich dafür sorgt, dass man kein Wort versteht. Ja, das ist mir auch gerade. Wir suchen jetzt gerade Europcar, weil wir ein Auto gemietet haben. Und dann geht's ab die Post. 5 Stunden Autofahren. Und dann wartet eine kleine Überraschung auf uns. Let me be right by your side, cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. We can take this somewhere else. You and me can find ourselves. Stop pretending we are lonely. Vorstellen. Hallo, du kleine Maus. Wir haben Familienzuwachs bekommen, gell? Kleine Maus. Du kleine Happy Maus. Bist du eine kleine Happy Maus? Jetzt geht's nach Hause. Lass mal kurz eine Leine für die Maus kaufen. Wir haben zwar schon eine, aber... Der braucht auch noch ein Geschirr. Ah ja, stimmt. Also muss er noch auf den Autobahnraststätten Pipi machen. Mhm. Und da haben wir keine Leine für und uns ist das irgendwie nicht so wohl ohne Leine. Gib eine kleine Maus. Ausgestattet, in voller Montur gleich ausgestattet mit Leine und Geschirr. Und jetzt wird noch ein bisschen an Papas Hand rumgeschleckt. Und dann geht's zurück nach Berlin, 5 Stunden. Übrigens, ja, wir wissen, das Geschirr ist zu groß, aber das haben wir jetzt extra so gemacht. Happy hat sein erstes Würstchen in unserer Obhut gelegt und Samira und ich waren einfach unfassbar stolze Eltern. Und jetzt hat Samira jedes Steuer übernommen, ist Fahrer und ich darf mich mit ihm beschäftigen. Gerade steht ganz groß im Kurs, meine Hände abzulecken und dann schläft er hoffentlich noch ein bisschen. Wie süß kann man eigentlich sein? Danke. Entschuldigung, Sie waren hier nicht gemeint. Er war gemeint, unser kleiner Engel. Happy müde. Happy schlafen. Auf Papas Arm schlafen. Wir stehen übrigens im Stau, habe ich schon erzählt. Nee, wo? Wir stehen im Stau. Professorin fährt jetzt richtig professionell Auto. Hütet euch auf den Straßen. Samira ist unterwegs. In den Streets. 950 Kilometer und 10 Stunden 28 reine Fahrzeit später haben wir es geschafft. Wir sind gerade zu Hause angekommen. Also wir sind um 7 Uhr losgefahren, 7.30 Uhr glaube ich, und sind jetzt gerade angekommen. Es ist jetzt mittlerweile 9:30 Uhr. Und jetzt darf der kleine Mann zum ersten Mal sein neues Zuhause sehen. Hallo kleine Maus, was passiert denn hier alles, ha? Was ist denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Sorry. Ja, mach die Tür leise zu, Jonas, so viel dazu. Nein. Warum ruft er? Da ist nichts, Happy. Das ist dein neues Zuhause. Nein! Nein! Happy! Nein! Wir haben uns jetzt noch was zu essen bestellt. Gibt wieder lecker Griechisch, weil wir das am liebsten mögen. Und heute eigentlich den ganzen Tag gar nichts gegessen haben. Mm. Dazu gibt es eine leckere Cola. Und hier ist die Maus. Ist die kleine Maus auch noch? Die kriegt ihr auch noch. Ui, das hat der alles jetzt schon weggehauen. Du bist ein Toller, du kommst richtig nach dem Papa. Ja, genau. Sein Spielzeug gefällt ihm auch schon richtig gut, aber der Teppich auch. Happy, aufhören! Nein, nicht den Teppich. Ja, guck mal. Ja. Hey, das ist meins.
Alles noch ganz aufregend in der neuen Wohnung. Und das ist das Beste einfach. Es ist dein Spiegelbild, Junge. Er geht schon von alleine rein. Hoi. Kleine Maus. Gefällt's dir? Bin echt mal gespannt, wie die erste Nacht wird. Ja, ich, wie lange er durchhält, wie oft wir aufstehen müssen. Ob er weint, genau. Wir haben ihm jetzt das Deckchen hier, an dem er gerade so energisch rumzieht, noch reingegeben. Das hat er von seiner Mama von Anfang an gehabt, damit er jetzt den Geruch noch ein bisschen drin hat, an den er sich erinnert. Auf das hat er auch gekotzt, auf das Tuch? Genau, auf das hat er heute während der Fahrt auch schon gekotzt. Und ansonsten, die erste Nacht steht bereit. Und dann gucken wir mal, ob er sich meldet, wenn er aufs Klo muss. Ja, das stimmt. Hat er heute im Auto auch schon. Gell, happy. So, jetzt in die Haie. Sag gute Nacht, happy. Gute Nacht. Gute Nacht. 1.30 Uhr. Pipi-Pause Nummer 1. Happy hat es leider nicht mehr halten können. Hat sich gemeldet. Aber dann doch ein bisschen was im Eingang verloren. Samira und Jonas beide ausgerückt. Jetzt Samira und Jonas zurück ins Bett. Guten Morgen, liebe Leute. Die Nacht war viel, viel besser, als wir dachten. Also er hat uns um 1.30 Uhr nur ein einziges Mal geweckt. Und das war's eigentlich schon. Und dann hat er komplett durchgehalten bis heute Morgen. Deswegen sind die Eltern auch richtig stolz auf ihn. Und dann waren wir heute Morgen nochmal mit ihm draußen. Da hat er leider wieder ein bisschen was in der Wohnung verloren, auf dem Weg nach draußen. Und jetzt sitzt er gerade in seinem Körbchen und macht ein Schläfchen hier unten. Also in seinem Wohnzimmerkörbchen. Ja. Und dann verbringen Happy und ich heute den Tag alleine. Denn Samira hat heute ihren letzten Tag im Office und kommt um 14 Uhr nach Hause, also hat einen halben Tag. Und so lange sind wir zwei alleine zu Hause. Ich habe Homeoffice heute. Und dann beschäftigen wir beide uns ein bisschen miteinander. Gell, du kleine Maus hier, ha? Jetzt fragt man sich bestimmt so, hey, wie kommen die eigentlich darauf, einen Hund zu kriegen? Wie heißt der jetzt eigentlich? Was ist das für ein Hund? Was weiß ich. Deshalb, eigentlich hat es damit angefangen, dass ich nie einen Hund haben wollte und Samira mich ewig lang dazu überredet hat. Und dann haben wir hier, als wir in Berlin waren, ja auch öfter mal so auf den Nachbarshund aufgepasst. Ja, hallo, du kleine Mausi. Hallo. Und es hat mir eigentlich immer total Spaß gemacht. Ich fand den total süß und wollte unbedingt einen Hund haben. Hab dann halt, wie sich das auch gehört, wie man das machen sollte, ganz viele Hundebücher gelesen. Also 3 bis 4 habe ich, glaube ich, insgesamt gelesen. Samira auch. Dann haben wir ein paar Serien dazu angeguckt, also zur Hundeerziehung. Und dann war aber immer so ein bisschen der Struggle, hey, was wollen, also die Rasse war halt schwer, weil Samiras beste Freundin, die hatte halt unseren absoluten Traumhund. Und wir wollten auch immer den haben, aber der war so schwer zu kriegen, weil es halt ein Mischling ist und diese Mischung irgendwie gefühlt nie produziert wird so. Dann haben wir immer schon so gedacht, okay, wir müssen einen Kompromiss machen, doch irgendwie einen anderen nehmen. Und dann kam irgendwann der Moment, als ich abends zu Hause war und Samira einfach zufällig im Internet auf deinetierwelt.de oder sowas eine Anzeige gesehen hat, wo es genau diese Welpen gab, die wir haben wollten. Und daraus ist jetzt die kleine Maus hier entstanden und ist ein Mischling aus französischer Bulldogge und Cocker Spaniel. Also der Papa ist Cocker Spaniel und die Mama ist eine französische Bulldogge. Und das passt perfekt, wirklich. Es ist unglaublich. Er hat halt so das Gesicht der französischen Bulldogge und er hat aber nicht die spitzen Ohren, sondern er hat halt so Schlappohren. Das linke ist jetzt umgeklappt, das klappt ja ständig um. Er hat halt die Schlappohren vom Cocker Spaniel und er kann halt gut atmen, was die französische Bulldogge ja jetzt nicht so gut kann. Und es war uns ganz wichtig, dass wir das halt nicht unterstützen. Und so ist die kleine Maus dann bei uns gelandet. Wir haben ihn gestern abgeholt in Dortmund, also in der Nähe von Dortmund. Und sind dann nach Hause gekommen und er hat es so toll gemacht auf der Fahrt, wirklich hat viel geschlafen. Am Anfang hat er leider ein bisschen Spuckerchen gemacht, aber das mit, also er hat direkt nur draußen an der Raststätte Pipi gemacht, hat vorher Bescheid gegeben. Ich muss jetzt mal Pipi. Und es hat echt richtig, richtig toll geklappt.
Wir sind jetzt echt froh, dass das so ist. Er ist ein extrem süßer, also man kann ihn ganz schwer böse sein, er ist ein extrem süßer. Und falls wir es noch nicht gesagt haben, sein Name ist Programm. Also er ist der kleinste in seinem Wurf, es waren 9 Babys. Die eine französische Bulldogge, aus ihr sind 9 Babys rausgekommen. Zum Glück, weil wir haben den 9. Der letzte war unser. Und ich muss sagen, hätten wir uns einen aussuchen können, dann wäre es auch der gewesen. Und als wir dort waren, die angeguckt haben, ich bin dann halt extra mal von ganz, also ich war ganz zu Hause und bin extra mit dem Auto hingefahren. Und Samira ist extra mit dem Zug aus Berlin hingefahren. 5 Stunden und ich 4,5 Stunden mit dem Auto. Und er war so wuselig unterwegs, er war so ganz wild unterwegs und so. Deswegen haben wir uns entschieden, dass er einfach ein Happy ist. So, sein Name ist Happy. Ich finde ihn richtig schön, weil er so gut zu ihm passt. So, deswegen ist er jetzt unser kleiner Happy. Und wir werden jetzt den Tag miteinander verbringen. Gerade liegt er noch richtig brav in seinem Bettchen. Und dann, Essen gab es auch schon. Er ist ein kleines, verfressenes Stück. Und er trinkt richtig viel. Aber wir zwei werden jetzt den Arbeitstag mal zusammen genießen. Papa arbeitet, Happy schläft. So Leute, und das war Happys erster Auftritt im Internet. Sein erster Auftritt in meinen Vlogs. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin ist Happy groß, erzogen, alles mögliche. Nee, ist er nicht. Aber bis dahin. Peace.